Hallo, mein Name ist Marius Ebert. Ich bin spezialisiert auf leichtes und schnelles Lernen und habe viele, viele Elemente in meine Methode eingebaut. Die Methode heißt Spaß-Lern-Denkmethode. Weitere Informationen unter spaßlerndenk.de. Unter anderem habe ich so ein bisschen das künstlerische Element hier auch eingebaut, nicht als Hauptelement, aber als kleines Nebenelement zur Unterhaltung. Und habe einfach mal bestimmte betriebswirtschaftliche Grundbegriffe in Reimform umgesetzt. Ich nenne diese Serie BWL im Reimen. Und heute geht es um das Grundprinzip, wie man Rendite oder Rentabilität berechnet. Denn bei vielen, vielen Dingen in der Betriebswirtschaftslehre muss man einfach nur das Grundprinzip erkennen und kann dann zum Beispiel alle Rentabilitäten berechnen. Umsatzrentabilität, Eigenkapitalrentabilität, Fremdkapitalrentabilität und so weiter. Im jeweiligen Nenner steht, um welche Rentabilität es geht. Willst du die Umsatzrentabilität, im Nenner dann der Umsatz steht. Willst du die Rendite vom Eigenkapital, im Nenner steht, jetzt rate mal. Das ist doch wohl ein klarer Fall, da steht dein Eigenkapital. Du willst noch wissen, was der Zähler macht? Das habe ich mir doch gleich gedacht. Oben auf dem Bruch, da schreiben wir den Jahresüberschuss. Das merke dir. Im letzten Schritt wirst du dann noch mal 100 rechnen. Ahnst du doch, dass das, was du am Ende siehst, Rendite, ein Prozentsatz ist? Hallo, Marius Ebert hier. Meine Videocoachings ersetzen komplett Präsenzseminare und Fernlehrgänge. Wenn Sie einen IHK-Abschluss machen möchten, brauchen Sie kein Präsenzseminar und Sie brauchen schon gar keinen Fernlehrgang. Meine Videocoachings mit dem gesamten kompletten Begleitmaterial, dem Hörbuch und der persönlichen Betreuung ersetzen das Präsenzseminar und ersetzen den Fernlehrgang. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.